Wir sind startklar. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Die dunkle Seite erfüllt euch. Ich spüre, dass ihr es weit bringen werdet. Ich habe das Trandoshanische Relikt geborgen. Dann waren wir beide erfolgreich bei unseren Unternehmungen. Aber die Trandoshanischen Leibwächter sind nur ein Teil von Skotias Verteidigung. Seine größte Schwäche ist, dass er hauptsächlich eine Maschine ist. Der abtrünnige Sith Lord Gratan hält einen Cyborg-Experten namens Dorozec gefangen. Er hat einen Neutralisator für mich entwickelt. Damit sollten sich Skotias Cyborg-Teile zerstören lassen. Finde Dorozec und seinen Neutralisator und stelle ihn dann ruhig. Selbstverständlich. Gratans Anwesen liegt ebenfalls im Dschungel. Befrage den Wissenschaftler. Mit ein wenig Glück ist Skutia bald aus dem Weg geräumt. Dann können wir endlich ungestört nach Tulak Horts verlorener Macht suchen. Raikenan Uswambai. Wir sind startklar. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Es ist selten, dass ein Sklave so schnell so weit aufsteigt. Das erfordert Grips. Ich bin der Schüler und die Stimme von Darth Charnos. Ich spreche in seinem Namen und möchte euch anwerben. Wenn euer Meister mich braucht, soll er selbst zu mir kommen.
Mein Meister bleibt lieber im Schatten, aber zweifelt nicht an seiner Macht oder an seinem Vermögen, Erfolg zu belohnen. Ich spreche für ihn. Ich brauche Individuen, die sich in einer Gesellschaft voll Heimlichtuerei und Irrsinn einen Ruf erwerben können. Respekt, wenn schon nicht Liebe. Ich brauche Agenten, um einen Feind der Sith auszuschalten. Ihr würdet gute Dienste leisten. Ich diene niemandem. Schreibt euch das hinter die Ohren. Entschuldigt bitte meine Wortwahl, aber wir brauchen euch. Unser Feind ist der Revan-Orden, ein Kult von Dummköpfen, die sich in jeder Schicht der imperialen Gesellschaft verbergen. Schon seit Jahren rekrutieren die Revanita-Ketzer heimlich Offiziere, einflussreiche Sith, erfolgreiche Söldner, jeden, der ihre Macht vergrößern kann. Wenn sie so geheim sind, wieso wisst ihr dann von ihnen? Mein Meister hat den Revanitern viele Jahre lang nachgeforscht. Gemeinsam haben wir viele von ihnen bloßgestellt. Statt dem Imperator und dem Rat der Sith zu folgen, verehren die Revaniter einen längst verstorbenen, von Jedi-Sitten korrumpierten Sith-Lord. Wenn ihr für uns die Identität des Oberhaupts der Revaniter feststellt, wird mein Meister sie dem Rat der Sith enthüllen. Dann ist der Kerl so gut wie erledigt. Ihr müsst einfach nur dem Kult beitreten. Ich kann euch hineinbringen, aber ihr müsst euch dort Vertrauen erwerben. Ihr habt mein Vertrauen noch nicht erworben. Ihr begeht einen Fehler. Mein Meister wird euren Erfolg reich belohnen und ihr könntet stolz auf euch sein. Ein bisschen Blut vergießen kann nicht schaden. Die Revaniter haben eine geheime Anlage im Dschungel. Zeigt dieses Zeichen dem Kultisten am Eingang. Er wird euch dann einführen. Ihr müsst euch eine Audienz bei ihrem Oberhaupt verdienen. Wenn ihr sein Gesicht gesehen habt, kehrt ihr zurück und streicht eure Belohnung ein. Thank you.
Reis, Akran, Feuerdans, Jawan, Jandans, Inban, Guidis. Wir sind startklar. Einst genoss ich Respekt, mein Wort hatte Gewicht. Ein winziger Fehler und schon traut mir niemand mehr. Meine Truppen haben sich seltsam benommen. Verdächtig. Dem Anschein nach alles Verräter. Es war nur logisch, sie alle zu töten. Ich konnte doch nicht wissen, dass sie eine Überraschungsparty für meine Beförderung planten. Das war sicher nur ein Missverständnis. Meine Leute waren gut darin, mich hinters Licht zu führen. Zu gut, diese Blödmänner. Ihr müsst mich anhören. Diesmal bin ich nicht paranoid. Ich habe eine große Bedrohung für die imperiale Sicherheit entdeckt. Im Dschungel wimmelt es von unsichtbaren Kubas-Spionen. Man sieht sie nur, wenn es blitzt. Das stört ihre Tarntechnologie. So dumm kann man doch gar nicht sein. Genau wie meine Vorgesetzten. Ein kleiner Fehler und man hört mir nicht mehr zu. Ihr müsst mir glauben. Die Feinde des Imperiums hacken etwas aus. Die Kubas sind hier, um unsere Stärken und Schwächen für sie herauszufinden, ganz bestimmt. Durchkämmt den Dschungel, achtet auf Blitze und schlagt zu, wenn ihr einen Kubas seht. Tötet die Langnase und bringt mir einen Beweis.
So gehen dann diese Frauen.